Dann freuen wir uns jetzt auf Britta Neitzel mit Game Studies als Berufsfeld, Erfahrungen aus der Praxis. Und ich schalte dann doch mal rüber. So, hi, herzlich willkommen. Hallo. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Gut, was habe ich vor? Game Studies als Berufsfeld, Erfahrung aus der Praxis. Ich werde erstmal hoffentlich nicht zu lange über die Geschichte der Game Studies erzählen. Die sind ja noch nicht so alt, und zwar in Deutschland und auch international. Dann was zum Forschungsgebiet sagen. Was machen Game Studies überhaupt? Und dann auf ein paar Institutionen eingehen, und Curricula. Kann man das überhaupt studieren? Und am Schluss auf das Berufsfeld kommen. Es gibt eigentlich überhaupt nichts Bewegtes in dieser Präsentation. Insofern hören Sie nur mich ganz klein, sehen Sie mich und ansonsten sehen Sie schwarze Folien mit ein paar Bildern drauf. Das könnte ein bisschen langweilig werden, deswegen werde ich, glaube ich, nicht so lange sprechen. Und falls es doch zu lange wird, kürze ich einfach ab. Gut, fangen wir mit den Game Studies als Geschichte in Deutschland an. Hier auch noch was zu meiner Person, weil ich bin zwar noch da, aber ich gehöre durchaus auch zur Geschichte der Game Studies in Deutschland. Und es ist natürlich meine Position, von der aus ich erzähle. Andere Menschen würden das vielleicht anders schildern, als ich es tue. Aber was anderes kann ich nicht. Ich fange also im Jahr 2000 an, vor 20 Jahren, mit zwei Dissertationen. Die eine von Klaus Piers, Computerspielwelten, und die andere von mir, gespielte Geschichten, Struktur und prozessanalytische Untersuchungen der Narrativität von Videospielen. Dissertationen müssen komplizierte Titel haben und ich bin sicher, dass Klaus auch irgendeinen Untertitel hatte. Ja, die sind beide in Weimar im Jahr 2000 eingereicht worden. Und ich habe tatsächlich gestern noch mal nachgeguckt und der Begriff Game Studies kommt in meiner Dissertation nicht vor. Wäre damals schon die Rede von Game Studies gewesen, wäre er vorgekommen. Das waren also zu der Zeit so die ersten beides medienwissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Games beschäftigt haben. Und interessant auch, Klaus hört bei Pong auf und spricht über die Vorgeschichte, die dazu geführt hat. Und ich fange mit Pong eigentlich an. Ich bleibe jetzt noch in der Zeit von Krieg, auch im Jahr 2000. Es gab bis dahin die Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft, die sich dann in die Gesellschaft für Medienwissenschaft umbenannt hat und auch beschlossen hat, Arbeitsgemeinschaften zu gründen. Und ich war da bei dem Treffen und habe gesagt, ich hätte bitte gerne eine Arbeitsgemeinschaft zu Computerspielen, die dann irgendwann AG Games hieß. Denn das Problem war, man fand keine Leute, die sich auch mit Games beschäftigt haben. Das war dann auch weiterhin ein bisschen schwierig, denn ich habe versucht, über die Mailingliste der GFM Menschen zu finden, die in dieser Arbeitsgemeinschaft auch mitarbeiteten, was relativ schwierig war. Es haben sich 5 Leute gemeldet, die sagten, ja, wenn was passiert, melde dich, interessiert mich. Oder ja, interessiert mich, ich muss aber erst noch was anderes machen. In 2 Jahren könnte ich dann mitarbeiten. Das war natürlich wenig erfreulich erstmal, aber
Es ging weiter. Im Dezember 2001 habe ich dann das erste Mal Rolf Noor getroffen, der einer von den fünf Leuten war. Und wir haben uns vorgenommen, dann doch mit der Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaft zu beginnen. Und tatsächlich gab es dann im Juni 2003 auch den konstituierenden Workshop der AG in Braunschweig. Er hat damals da gearbeitet, der arbeitet auch immer noch da. Und die Idee, einen interdisziplinären Sammelband zu haben, Silent Hill 2 zu machen. Wir haben dann im November 2003 gleich noch einen Workshop zu dem Thema gemacht und da haben verschiedene Menschen ihre Ideen vorgestellt und für ein Buch relativ schnell ist das dann auch 2004 erschienen. Und ich habe hier mal den Klappentext aufgenommen auf die Folie. Computerspiele sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der populären Kultur und stehen zunehmend im Fokus wissenschaftlicher Forschung. Das war etwas, was im Jahre 2002, 2003 und auch 2004 auf jeden Fall immer gesagt werden musste, noch, dass Computerspiele wichtig sind, dass es sie gibt. Oftmals wurde auch das Argument gebracht, ja, es wird damit mehr verdient als mit Film. Das heißt, es war keineswegs irgendwie ein selbstverständlicher Gegenstand, über den man arbeiten konnte, sondern es brauchte immer eine besondere Begründung. Und die Idee war auch, weil es, also wir kommen beide aus der Medienwissenschaft und die AG ist ja auch eine medienwissenschaftliche AG. Aber tatsächlich gab es irgendwie zu wenig Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und die Idee, über solche Disziplingrenzen hinauszugehen, ist ja auch gar nicht schlecht. Das heißt, es gab da wirklich medienwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche, pädagogische, informationstheoretische, also das haben Informatiker mitgemacht, Historiker, ein Historiker und ökonomische Zugangsweisen. Also es ist wirklich kein rein medienwissenschaftlicher Band. Gut, die AG hat dann weitergearbeitet und wir haben 2004 dann auch in Braunschweig die Jahrestagung der Gesellschaft ausgerichtet, was nicht einfach war, den Vorstand davon zu überzeugen, dass man das Computerspiel in den Medien, in den Fokus einer Tagung stellt. Zu diesen Tagungen sind damals immer Sammelbände erschienen und da hat man uns dann gezwungen, noch einen Untertitel dazu zu schreiben, weil mit Immersion und Interaktion, damit könnte ja überhaupt niemand was anfangen. Insofern musste dann noch konkretisiert werden zur Teilhabe an den Medien von Kunst bis Computerspiel. Die AG hat dann, also in den folgenden Jahren, ich würde sagen, ziemlich aktiv verschiedenste Workshops gemacht zu Curricula. Wir haben uns gefragt, was ist denn überhaupt das Computerspiel? Zu Shootern, zu Rollenspiele, zur Frage der Vernetzung, zur Games History. Und 2013 gab es dann die Jubiläumstagung, 10 Jahre AG Games. Und danach, also es gibt die AG immer noch,
Es ist, also in den letzten Jahren ist es aber so, dass nicht mehr originär von der AG Veranstaltungen organisiert wurden. Aber natürlich sind die Leute beteiligt und es werden auch verschiedene Veranstaltungen unterstützt. Es sind dann noch zwei Bücher aus diesem Kreis erschienen. Zum einen der Shooterband von 2009 und ja, quasi angelehnt an das Silent Hill Buch, das der Portal Band als polyperspektivische Betrachtung des Computerspiels am Beispiel von Portal. Das sind aber tatsächlich vor allem medienwissenschaftliche Herangehensweisen. Was ewiges Thema der AG war, ist die Website. Darüber haben wir lange gesprochen und dann wurde darüber noch länger gebastelt und ich glaube, 2008 war dann endlich eine fertig. Die sah dann so aus. So, mal sehen, ob ich tatsächlich zurück zur aktuellen Seite komme. Inzwischen sieht sie etwas anders aus. Ja, es wird ja wieder doch. Mit Calls und Ähnlichem. Steht alles drauf, wie man sich da anmelden kann. Ja, es ist in diesem Jahr sind neue Sprecherinnen gewählt worden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, wer das alles ist. Melanie Fritsch unter anderem. Anderen habe ich vergessen, sorry. Und ich hoffe sehr, dass die AG dann vielleicht auch wieder arbeitet. So, zurück dahin. Ja, es gibt natürlich noch in Deutschland noch andere Menschen, die was zu Computerspielen machen. Aber da das aktueller ist, gehört das jetzt nicht mehr in den Bereich Geschichte. Also gehe ich weg von Deutschland hin zu den Game Studies so aus internationaler Perspektive. Da war 2001 ein Jahr. Es wurde die Zeitschrift Game Studies gegründet als internationales Journal of Computer Game Research. Und Espen Orsat erklärte eben das Jahr 2001 als das erste der Game Studies. Auch diese Zeitschrift gibt es noch. Es scheint bis heute. Und was ich total schön finde, ist, sieht auch noch genauso aus. Also die haben das Design nicht aufgehübscht, finde ich ganz wunderbar. Ja, zuerst, was man hier zumindest an den ersten beiden Artikeln sehen kann, ist, dass die Frage nach der Narration eine war, die diskutiert wurde. Dazu vielleicht gleich noch oder später. Das war also ganz wichtig. 2003 hat sich dann die DIGRA, Digital Games Research Association, gegründet und im gleichen Jahr dann auch die erste DIGRA-Konferenz an der Uni Utrecht durchgeführt. Da war ich auch. Ich bin mit Andreas Lange, der das Computerspielemuseum in Berlin aufgebaut hat, dahin gefahren aus Berlin nach Utrecht. Den habe ich irgendwie ein paar Jahre auch zufällig irgendwie getroffen, weil es halt so wenige Leute gab, die in dem Bereich arbeiteten. Insofern traf man sich dann doch irgendwo.
Okay, wir sind also nach Utrecht gefahren und kamen also in diesen wirklich, das sieht man hier gar nicht so richtig, riesigen Vorlesungssaal, in diesen riesigen Hörsaal rein, der besetzt war mit gefühlt 600 Leuten. Waren wahrscheinlich auch 600, vielleicht waren es auch 400, keine Ahnung. Und das war ein unglaubliches Gefühl, weil man sonst halt immer nur mit den gleichen fünf Nasen rumgemacht hat. So, nun noch ein. Okay. Das ist die Website der DIGRAS, auch schlicht gehalten. Man kann sehen, es gab, okay, die 2001er-Konferenz war die erste und dann geht es eigentlich im zweijährigen Takt weiter, bis 2020. 2020 ist ausgefallen. Das konnte man nicht mehr so schnell umstellen. Das ist eine ganz gute Ressource, diese DIGRA-Seite, weil sie eben auch die Digital Library haben, wo die Proceedings der Konferenzen und teilweise auch in Volltext gespeichert werden. Und es gibt auch Sekunde, hier Categories, wo man man kann nur suchen. Ich wollte jetzt eigentlich zu den Chapters. Meine ist DIGRA-Chapter. Es gibt verschiedene DIGRA-Chapter, also aus Australien, China etc. Bla bla. Denn man kann sich ja nicht immer durch die ganze Welt bewegen, um zu irgendwelchen Konferenzen zu gehen. Die sind auch mehr oder weniger aktiv. Seit ein paar Jahren gibt es auch das German-Speaking DIGRA-Chapter, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da ist aber noch nichts passiert. Also es sollte etwas passieren bei der diesjährigen DIGRA-Konferenz, aber die fand ja nicht statt. Okay. Und wie eben gesehen, gibt es weiterhin global diese DIGRA-Konferenzen. Ich komme jetzt irgendwie mehr oder weniger bin ich jetzt bei der Gegenwart angelangt. Und es gibt natürlich verschiedenste Konferenzen verschiedener Größe und Ausrichtung. Also das ist nichts, was man irgendwie noch vernünftig darstellen könnte. Es hat sich die AG Games war ja eigentlich so ein oder ist auch ein Zusammenhalt. Es ist eine Arbeitsgemeinschaft. Die Leute können da im Prinzip machen, was sie wollen. Und auch parallel dazu, bisher gab es da noch keine großen Überschneidungen, gab es dann noch diese Initiative der Researching Barcamp Games Veranstaltung, das Barcamp Berlin. Und wahrscheinlich noch viele, viele mehr, von denen ich keine Ahnung habe. So. Es gibt neben diesen Konferenzen inzwischen auch verschiedene Periodika, also die eben schon genannten Game Studies, dann in einem renommierten Verlag erschienen bei Sage, Games and Culture, und dann aus Deutschland Paideia und Eludamos. Eludamos hatte zwischenzeitlich die Arbeit eingestellt, arbeitet jetzt aber, glaube ich, wieder. Ich habe das, muss ich gestehen, nicht nachgeschlagen für diesen Vortrag. Und sowohl Paideia als Eludamos sind mehr oder weniger eigen oder selbstorganisierte Zeitschriften mit nicht besonders viel Unterstützung. So ist es halt in Deutschland.
So, nun die Frage, was wird eigentlich auf diesen ganzen Konferenzen und in diesen ganzen Zeitschriften und Büchern beschrieben? Was sind überhaupt Game Studies als Forschungsgebiet? Lässt sich auch nicht so einfach sagen. Ich habe zufällig, wahrscheinlich bin ich ein Messi und schmeiße nichts weg. Aber viele, viele Wissenschaftler sind Messis und behalten immer alles, weil das könnte man ja noch mal gebrauchen. Also ich habe wirklich zufällig diesen Call for Papers für die Konferenz aus dem Jahre 2002 in Łódź gefunden und das dann gleich eingescannt, weil hier halt so ein paar Themen angesprochen werden, die auf dieser Konferenz besprochen werden sollten und die im Prinzip auch heute noch gelten. Das heißt, Game Studies sind eigentlich ein ziemlich breiter Bereich. Also man kann sich mit der Geschichte der Computerspiele beschäftigen. Intermediale Vergleiche ziehen oder anstellen, sozialen Auswirkungen von Computerspielen. Man kann sich mit Lokalisierung beschäftigen, aber auch mit der Frage, ob es spezifische lokale Game Cultures gibt. Mit Subkulturen, Gamers als Subculture. Das sagt wahrscheinlich heute keiner mehr. Mit der Produktion, mit Ethik und Computerspielen, Gender and Games, Narratologie, hier nochmal extra aufgeführt. Ich glaube, das wird heute kaum noch extra aufgeführt. Ebenso wenig wie Interactivity und Multi-User-Games. Aber man kann da schon sehen, dass es eine ziemlich breite Herangehensweise ist und das hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich auch nicht geändert. Hier nochmal ein anderes Zitat aus dem Buch Video Games as Culture von 2018, aus dem Schlusskapitel, wo sie dann irgendwie nochmal zusammenfassen, was das Buch macht. Ich bin das gewöhnt vorzulesen, also mache ich das jetzt auch. We have traversed some of the fundamental social issues and transformations of contemporary society that video games can help us comprehend, such as the digital, education, work, agency, neoliberalism, participatory culture, experience, technology, the body, empathy, identification, identity and community. Und obviously, video game culture is not the only filter for or lens through which we can understand reality, but in today's world it's a powerful one. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise als die eben von 2002, was auch Call war, da wurden verschiedene Themen angesprochen, sondern eigentlich ein Plädoyer dafür, Videospielkultur und Videogames oder Computerspiele ernst zu nehmen, weil man daran tatsächlich sehr viel zeigen kann. In Bezug auf all diese Begriffe. Man kann über Arbeit und Spiel sprechen, insbesondere in Computerspiel. Man kann über verteilte Handlungsmacht sprechen. Über die Rolle des Körpers im Computerspiel. Und ich zähle das jetzt, erkläre das jetzt nicht nochmal alles. Aber das ist alles möglich und das ist so schön, weil im Gegensatz zu anderen Medien kann man das tatsächlich bei Computerspielen oftmals besser beobachten als
in anderen Medien. Die sind also tatsächlich ein Filter oder eine Linse, die bestimmte Verhältnisse größer macht, die dann gegebenenfalls natürlich in anderen Medien auch abgewandelt werden. Aber ich verstehe Game Studies auch als wirklich mehr als das Anschauen, wie ein bestimmtes Spiel funktioniert. Das gehört auch dazu. Das kann und sollte man auch tun. Man kann aber auch darüber hinausgehen. Und inzwischen ist es auch so, dass vermehrt, also die Game Studies als Game Studies haben sich formiert, um über Computerspiele zu sprechen. Es gibt aber inzwischen auch eine Öffnung, nämlich hin zu nicht computerbasierten Spielen, also zu Brettspielen zum Beispiel und zu allen möglichen Arten von Spielen. Was noch nicht passiert, was eigentlich ein ganz großes Manko ist, dass quasi nicht über Glücksspiele gesprochen wird. Die sind noch außen vor. Aber ich denke, das wird sich auch ändern. Das war jetzt relativ kurz zum Forschungsgebiet, weil mehr habe ich dazu im Moment auch überhaupt nicht zu sagen. Aber wenn es Fragen gibt oder so, können wir natürlich zurückgehen und noch mehr dazu sagen. Ich komme jetzt zu Institutionen. Ich habe schon von Konferenzen und Organisationen gesprochen. Wenn man an Game Studies denkt, dann denkt man an universitäre Institutionen. Ich habe hier einfach mal vier raus gesucht. Das ist, wie gesagt, keineswegs vollständig. Aber die Universität Tampere ist wichtig, weil da ist die DIGRA gegründet worden und die arbeiten tatsächlich früher im Hypermedia Lab und jetzt im Tampere University Game Research Lab an Computerspielen. Und haben auch einen Master Game Studies, der allerdings, und es gibt eine Anbindung an die Informatik, der Master Game Studies ist aber eher auf Sozialwissenschaft, also Game Cultures, ausgerichtet. Das liegt immer auch an den Leuten, die da arbeiten, weil es ist irgendwie Franz Mayrer und der interessiert sich halt für Game Cultures. So, hier noch mal. Die Website. Die machen halt auch immer kleine Konferenzen. Ich wollte aber nochmal jetzt hier zum Center of Excellence in Game Studies weitergehen. Das ist ein Projekt, was von 2018 bis 2025 läuft. Wo tatsächlich die finnische Regierung Games Studies Forschung unterstützt. So, 1848, wenn ich, nee, ich habe überlegt, ob ich jetzt noch ein paar andere Leute doch ganz kurz sprechen lasse. Hello, everyone.
My name is Olli Sotamaa. I'm presenting today with my colleagues, Tom Aberley. Maybe Tom, you can also turn on your camera. And Jaakko Suominen. I'm not sure if Jaakko is here right now, but I mean, like, he's been presenting already before in this conference, so you should recognize him as well. We all represent the Center of Excellence in Game Culture Studies, which is a consortium organized between three Finnish universities and funded by the Academy of Finland. Our presentation today will focus on the Nokia N-Gage gaming platform. And Tom, let's see if I can. I need to kind of change the scene. Ah, here we have. Tom has kindly promised to provide the first part of our presentation, and I will then take care of the second part. So without further ado, Tom. Ich mache den Olli jetzt mal wieder aus. Das ist irgendwie komisch, über Video jemanden anders über Video sprechen zu lassen. Also zurück dahin. Gut, die haben also diesen Masterstudiengang und dieses wirklich finanzierte Research Lab. Das ist echt was Tolles. Da können sich im Übrigen, da sind tatsächlich hauptsächlich Finnen, ich habe mir das angeguckt, das kann sich da, wir machen immer Ausschreibungen, da kann man sich bewerben. Dann gibt es das Center for Games and Play an der Universität Utrecht. Und die haben auch tatsächlich, das ist auch ein Gamelab und ein Research Lab, haben ihre haben Computerspiele dann angebunden an verschiedene andere Studiengänge, in denen man halt Schwerpunkte setzen kann. Also Theater, Film and Television Studies, Communication and Information Studies, New Media, Digital Culture und New Media and Performance Studies. Da kann man also Schwerpunkte setzen. Die IT University of Copenhagen ist ja relativ bekannt. Die machen aber auch, die machen Computer Game Research als Studiengang, aber auch Game Design. Und in Deutschland wäre zu nennen die Uni Bayreuth, die ein Bachelor of Arts, Medienwissenschaft und Medienpraxis hat, mit dem Schwerpunkt Computerspiele. Und einen Master of Arts or of Science, Computerspielwissenschaft. Und beide Studiengänge sind so ausgerichtet, dass die nicht Game Studies machen, aber auch, sondern dass sie auch Game Praxis machen. Also das heißt, es gibt eine Anbindung, es ist von Vorteil, wenn man Informatikkenntnisse hat oder sollte sie sich da auch aneignen. Das heißt, das ist so eine Koppelung, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, dass die Menschen dann gegebenenfalls auch einen besseren Job kriegen, wenn sie auch was Praktisches können. Und wahrscheinlich ist das auch so. Und damit, ach nee, das ist nochmal das Curriculum, Tampere hatte ich eben kurz gesagt. Ja, ansonsten zumindest in Deutschland ist es so, dass es im Game Design Bereich natürlich einige Ausbildungen gibt bei den Game Studies. Allerdings nicht. Das ist wiederum personenabhängig, je nachdem,
wo jemand ist, der was mit Games macht, in zum Beispiel irgendeinem medienwissenschaftlichen Institut, wird dann auch was mit Games gemacht. Es ist in, also Benjamin Beil, der einen Games-Schwerpunkt hat, ist jetzt Prof in Köln. In Düsseldorf hat Melanie Fritsch jetzt gerade die Juniorprofessur für Game Studies und angrenzende Gebiete, was immer noch sein mag, ist irgendwie alles, bekommen. Aber es gibt halt keine Studiengänge. Und das und Games und Game Studies sind dann personenabhängig eingebunden und mehr oder weniger gut in die verschiedenen Lehrpläne integriert. Und es ist immer noch nicht so, dass Games so integriert sind wie zum Beispiel andere Medien. Das war, ich arbeite ja auch in Düsseldorf, also wir sind da jetzt zwei, die sich mit Computerspielen beschäftigen. Und bei der letzten Lehrplanungssitzung wurde bemerkt, dass es doch jetzt ziemlich viele Veranstaltungen zu Games gäbe, ob das denn so gut sei. Ich habe das im Semester davor auch schon gehört. Man sollte doch besser mal was zu Filmen machen. Das heißt, dieser Kampf, der Anfang der 2000er geführt wurde, ist an den Universitäten immer noch im Gange. So, nun kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Ich wollte doch nicht so lange reden. Nämlich zur Frage Game Studies, Berufsfeld. Wo könnte man denn mit so einer Ausbildung, mit so einer wissenschaftlichen Ausbildung arbeiten? Natürlich überall. Man könnte versuchen, eine universitäre Karriere anzustreben. Würde man ja als erstes denken, als Wissenschaftlerin, aber natürlich auch gegebenenfalls in Museen, im Journalismus, in irgendwelchen Vermittlungspositionen, in der Pressearbeit, in der Games-Industrie. Kommen wir zunächst zum, zur Universität. Das ist da, wo ich den Großteil meines Lebens verbracht habe. Das ist, Universitätskarrieren sind sehr, sehr unsicher und das sollte man wirklich gut überlegen, ob man das möchte. Denn es gibt, man würde als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin anfangen und hat erstmal wirklich nur befristete Verträge. Erstmal um eine Dissertation zu schreiben. Gegebenenfalls, da werden auch, also inzwischen werden für Dissertationen hauptsächlich Stipendien vergeben. Das ist dann irgendwie relativ wenig Geld oder es gibt Forschungskollegs. Bis zur Dissertation geht das aber noch. Das sind relativ viele Positionen. Danach wird es dann tatsächlich schwieriger mit den sogenannten Postdoc-Stellen. Das ist beides zeitlich begrenzt. Das herrliche Wissenschaftszeitvertrags. Nee, Wissenschaft, oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, macht aber nichts. Das heißt, man hat 6 Jahre bis zur Dissertation und 6 Jahre danach. Und danach darf man nicht mehr auf Qualifikationsstellen arbeiten, sondern sollte dann eine Professur bekommen haben oder irgendeinen anderen unbefristeten Job. Oder man ist raus. Und es gibt einfach nicht genug Stellen für alle, die eine Promotion gemacht haben. Insofern ist das eine tatsächlich sehr
unsichere Sache und man muss das schon wirklich lieben, das zu machen, weil es gibt natürlich Dinge, die man an der Wissenschaft lieben kann. Erkenntnisse. Wenn man sich darüber freut, etwas zu erkennen, dann ist das großartig. Und wenn man in dem Job, der gibt einem die Gelegenheit, so etwas zu machen, jedenfalls in gewisser Ausrichtung. Aber ja, es wird auch immer gesagt, man sollte auf jeden Fall noch irgendeinen Plan B haben oder so. Das sollte man tatsächlich wahrscheinlich. Okay, dann die Frage nach dem Gehalt. Das ist, wir befinden uns im öffentlichen Dienst, insofern kann darüber geredet werden, weil alle das Gleiche bekommen. Als wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin wird man nach TVL, Tarifvertrag der Länder, 13 bezahlt. Das heißt, es gibt ein Grundgehalt von brutto von 4.002 Euro. Es bleiben also 2.380 netto für eine volle Stelle. Zumeist hat man, wenn man anfängt, ach so, das kommt nach einem Erfahrungsjahr, also es gibt von Stufe 1 bis 6, kann man alles in solchen Tabellen nachlesen. Das ist aber eine volle Stelle. Die meisten haben aber keine vollen Stellen. Es werden oftmals nur halbe Stellen vergeben für wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und da gibt es dann natürlich auch nur das halbe Geld. Also ich denke, als junger Mensch kommt man mit 2,3 so ganz gut hin. Aber bei 1,380 wird es dann schon schwieriger. Ja, und auf so einer halben Stelle hat man dann ein Seminar zu geben und zu forschen und noch 10% irgendwelche Verwaltungsaufgaben zu machen. Also das wären so 4 Stunden die Woche. Und ich habe eben von der Professur gesprochen. Also das variiert von Bundesland zu Bundesland. Also so ein ProfessorInnen-Grundgehalt sind 6.300 plus minus. In manchen Bundesländern mehr, in manchen weniger. Und das unterscheidet sich dann auch noch von W2 und W3. Okay, da will ich nicht weiter ins Detail gehen. Aber der Weg zur Professur ist halt hart und grausam und da kommen nur wenige hin. Und man hat einen Vorteil, eine Professur zu bekommen, wenn man ein weißer Mann mit gut bürgerlichem, am besten bildungsbürgerlichem Hintergrund ist. Das hier ist die Statistik der Verteilung von Professoren und ProfessorInnenstellen. Das Verhältnis ist etwas besser geworden. Im 1999 kamen noch 9 Männer auf eine Frau. Heute sind es dann noch 3 Männer auf eine Frau. Und Was interessant ist noch an dieser Statistik ist, dass die Zahl der Professoren eigentlich nicht abgenommen hat. Das heißt, die Frauen kommen eigentlich nur dazu, sind also abhängig davon, dass es mehr Professuren gibt, die dann wiederum von Frauen besetzt werden können. Und ja, da man davon ausgehen kann, dass das Geld für die Finanzierung der Universitäten in Zukunft knapp wird, noch knapper wird als bisher, denn irgendwie muss man ja die ganzen Corona-Ausgaben auch wieder einsparen, wird sich das in absehbarer Zeit wohl kaum verändern.
So, nun gehen wir. Echt schon viel zu lange dran. Nun gehen wir mal raus aus der Universität und das sind so ein paar Möglichkeiten, wo man natürlich arbeiten kann in Museen. Aber warum sollte man sich dann da mit Game Studies auskennen? Und wie viele Computer- oder Computerspielmuseen gibt es überhaupt? Es gibt das Computerspielemuseum in Berlin und ich habe tatsächlich nach meiner Dissertation mal in einem Museum gearbeitet, Heinz-Nixdorf Museumsforum in Paderborn, das größte Computermuseum der Welt. Stimmt auch tatsächlich, das ist ein riesiges Gebäude, wird von der Stiftung finanziert, die Nixdorf ins Leben gerufen haben. Also die haben auch wirklich Geld. Aber meine Expertise in Games war da eigentlich auch nicht besonders gefragt. Aber ich mit so, ja, generell Medienwissenschaft im Hintergrund passte das irgendwie. Und Journalismus wäre natürlich eine Möglichkeit. Allerdings ist es da so, dass, oder auch die Games-Industrie wäre selbstverständlich eine Möglichkeit. Aber es ist so, dass man immer auch noch andere Fähigkeiten braucht, nämlich ein bestimmtes Handlungswissen. Also wenn ich sage, gut, bei den Game Studies habe ich irgendwie Sachwissen erworben darüber, wie Spiele funktionieren, wie Spiele mit, ich bleibe mal relativ einfach, mit Gender-Stereotypen umgehen, welche unterschiedlichen Involvierungsstrategien sie anwenden. Gegebenenfalls habe ich mir über Erzählweisen, falls man davon sprechen kann, von Spielen Gedanken gemacht. Damit kann ich aber immer noch keinen Artikel schreiben. Das heißt, ich bräuchte da dann noch weiteres Handlungswissen. Und auch mit diesem Wissen kann ich immer noch kein Spiel designen. Dazu brauche ich auch noch weiteres Wissen, nämlich spezifisch für diesen Bereich notwendiges Handlungswissen. Und ich meine, das ist ja das, was zum Beispiel Bayreuth versucht. Die sagen, okay, ihr lernt ein bisschen theoretisch was zu Games, erwerbt gleichzeitig aber auch ein Handlungswissen. Und ich denke, das müsste man sich dann noch anderweitig irgendwie aneignen. Und es gibt, das habe ich jetzt, habe ich also immer wieder festgestellt, dass außerhalb der Uni Menschen, die einen wissenschaftlichen Studienabschluss haben, eigentlich tendenziell abgestempelt werden. Das sind also Theoretiker oder Theoretikerinnen. Die können ja doch nichts und machen alles nur viel zu kompliziert, weil sie so viel nachdenken und vielleicht Sachen anders machen wollen oder so. Das ist etwas, das, okay, das können die Game Studies nicht ändern. Da müsste das Berufsfeld außerhalb der Uni geändert werden. Weil ich denke, darüber wurde ja schon mal gesprochen, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dass man mit auch einem theoretischen Blick in irgendein Berufsfeld geht, das nicht theoretisch ist. Und darüber müsste und wäre jetzt zu sprechen und zu diskutieren, denn ich bin mit meinem Text jetzt am Ende. Dankeschön. So, dann Alles mache ich klar. jetzt mal die Präsentation wieder aus, Ja. korrekt?
Okay. Okay. Ich habe noch keinen Stuhl. Ja, das stimmt. Dein Stuhl fehlt. Nimmst du den gerade? Dann würde ich gerade ganz kurz mit den Fragen im Chat schon mal anfangen. Ich sehe noch die Präsentation Vielen allerdings. Dank auf jeden Fall schon. Genau. Danke. Das heißt, ich höre jetzt auch mit Bildschirmteil. Das ist Genau, es. genau. Dann sehe ich die Kamera in groß. Ja. Das würde ich so nicht machen. Nimm den Stuhl doch drumherum. So, perfekt. Klopfgeräusche aus dem Chat. Ja, das ist ein bisschen strange alles ohne Personen, aber Ich ja. glaube nicht dran, richtig. Okay. Ja, das ist Ja, das natürlich wird ex perfekt für mir die den Stuhl Kamera. Du brauchst vorher einen Stuhl. hinstellen müssen. Ja, Ja, das ich komme hättest du da nicht machen drum müssen. rum. Okay, also, wie dem auch sei. Wir haben ein paar Fragen im Chat gehabt. Zum einen hat jemand gefragt, ob im Prinzip solche Themen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, aktuelles Zeitgeschehen sind, aktuell in den Medien debattiert werden oder so, auch Game Studies Fragen sind. Also zum Beispiel irgendwie, wenn zur Gamergate-Debatte oder so, wird dann auch in den Game Studies darüber geschrieben oder gibt es eher so einen historischen Ansatz und Analyse von Games nur in Nee, Anführungszeichen? darüber wird und wurde auch viel geschrieben. Zum Also gerade jetzt zum Beispiel Gamergate. Okay. Also da Also mischen sich eine die Game Studies Antwort. ein. Alles klar. Dann, ich weiß nicht, inwiefern das eine Frage war, die sich jetzt direkt auf den Vortragsinhalt in dem Moment bezogen hat. Aber da war die Frage, ob irgendwie Spielinhalte auch mehr in die Schulen kommen und oder Spiele als pädagogisches Mittel eingesetzt werden. Ist das was für die Game Studies relevant ist? Wie ich sagte, sind Game Studies sehr vielfältig. Auch darüber wird gearbeitet. Ja. Also ich weiß, dass es am komisch, dass ich jetzt ans MIT gehe und nicht in die Südstadt nach Köln. Aber wahrscheinlich geht beides. Also ich wohne in Köln. Es wäre also näher dran. Also gibt es eine Gruppe, das weiß ich, die sich mit Games als Lern- oder Lehrmitteln. Und ich denke, dass was hier in der Südstadt in Köln, das ist die Hochschule Köln, wo Game Studies aus medienpädagogischer Seite betrachtet werden. Die haben auch immer die Clash of Realities zusammen mit, na, sag doch bitte mal. Ich weiß es Warte. nicht. Was ist denn ein sehr, sehr großer Games Publisher? Electronic Arts, danke. Okay. Ja, aber machen einige, machen aber auch nicht alle natürlich. Klar, ja. Ich habe hier noch die Frage, wird auch Gamification of Things in der Arbeit der Game Studies betrachtet? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das heißt. Ich auch nicht. Okay. Ich auch nicht, also eher nicht. Okay. Denken der Dinge Ja. ist mir noch nicht untergekommen. Ja. Mir auch Aber nicht. Education generell ist ein Thema. Weil das natürlich, ja, weil man da natürlich beim Spiel bleibt und etwas gamifiziert wird, bleiben wir mal im Englischen. Ja. Das heißt, das ist wieder so etwas, wo man dann über den konkreten Bereich des eigentlichen Computerspiels hinausgeht. Aber selbstverständlich hat so eine Fitness-App auch arbeitet mit spielerischen Elementen.
Kann man die Arbeit irgendwo nachlesen? Ich meine, gut, ja. Wo sind denn üblicherweise Game Studies Publikationen? Wir haben gesehen Blogs, zum Beispiel. Wir haben in Absolut. Deutschland haben wir die Paideia-Leute, die wurden ja auch schon einmal erwähnt. Gibt's Da da geht man Magazine in, oder? geht man in, eine, in den Katalog einer Universitätsbibliothek und gibt Game Studies ein. Ja. Und dann kommt da ganz viel. Also so Ja. würde ich das machen. Also es gibt diesen ansonsten alle möglichen, also jetzt wollte ich hier, ich habe meinen Bildschirm nicht mehr geteilt. Es gibt diese Reihe Medienwelten, also Medien und dann so ein Apostroph Welten, nicht zusammengeschrieben. Die gibt Rolf Noor aus Braunschweig heraus, im Lit Verlag erschienen. Sieht man mich jetzt gerade groß? Ja. Dann halte ich Bücher in die Kamera. Hier ist dieses Silent Hill Ding, das ich rausgesucht hatte. Ah, cool. Okay, und die sind alle jetzt Open Access online. Ja, cool. So, da gibt es ein paar, also außer diesen Silent Hill und den Portal Band. Okay, der Shooter Band natürlich. Und gegebenenfalls noch ein paar, da müsste ich jetzt ja, es gibt noch mehr, auch so von Benjamin Beil, die Dissertation ist da auch erschienen, und noch ein paar Game Studies Bücher. Also generell einfach mal im Verzeichnis von der Sulb schauen. Ich denke, vieles kommt in Form von irgendwie Sammelbänden raus oder irgendwie im Nachgang von irgendwie einem Kolloquium oder irgendwie sowas, ne? Und ganz viel ist auch wirklich als elektronische Ressource verfügbar. Das kann man dann über das Uninetz abrufen. Was ich mich gefragt habe im Laufe des Vortrags ist, ob nicht Game Studies, vielleicht war das auch eben ein Thema bei der Frage, warum gibt es denn jetzt auf einmal so viele Games-Veranstaltungen? Ob Game Studies nicht auch generell aufgegriffen werden, jetzt nicht explizit als ein Lehrstuhl oder eine Stelle, aber von zum Beispiel den Medienwissenschaften generell. Wenn man eine medienwissenschaftliche Fakultät irgendwo hat, habe ich den Eindruck, da werden auch Games einfach als Medium neben anderen Medien immer mehr behandelt. Ist dem so oder? Ja, es wird immer mehr. Auf jeden Fall. Also man wird nicht mehr blöde angeguckt, Okay. wenn nicht mehr eine halbe Stunde erstmal begründen, dass man jetzt doch bitte ein Seminar zu Games machen möchte. Also das geht. Gut, ja. Ja, Also also. in Düsseldorf gibt es jetzt sogar ein Modul, das Games heißt. Ui, das ist cool. Irgendwie in dieser ganzen, naja, gut. Ich finde, dieses Curriculum ist verbesserungswürdig, muss ich sagen. Aber das wäre jetzt Spezialfall. Okay. Ja, aber immerhin ist es ja doch mehr ein Thema. Also wir hatten eigentlich ein relativ leichtes Spiel damit, Games-Inhalte an der Saar-Uni so ein bisschen einzubringen, ne? Das hier, das Also für wir sind die. auch die Einzigen, die da was Wir, will, klar, aber wir sind so aber ein immerhin, bisschen dass offene wir Türen es eingerannt. einbringen. Also Okay, aber ihr seid tatsächlich die Einzigen beiden. ja, im Ja. Moment sind wir die Einzigen, die da Glaube was ich. Also es gibt losmachen. noch eine, also zumindest die das im Lehrplan einbringen. Also es gibt Ja. noch im Ja. Karriertenkolleg jemanden, der zu Videospielen forscht, aber der unterrichtet eben Es nicht. gibt das Rapid Game Development Seminar In der Informatik gibt es ein in der bisschen mit. Informatik, aber das ist dann weniger Game Studies und wieder mehr Game Development, Genau, ne? ja. Genau. Zu der Schnittstelle, da habe ich mich vorhin auch gefragt. Ich meine, ja, man kann natürlich mit einem Game Studies, mit einer Game Studies Ausbildung dann in Game Dev reingehen. Braucht dann natürlich aber nochmal, ja, wie gesagt, braucht nochmal irgendwie ein extra Anwendungswissen, ne? Irgendwie ein extra Skill. Ich kann mir vorstellen, was sind denn so Bereiche oder Jobprofile? Ist das dann Game Writing eher, wenn man jetzt wirklich in ein Studio einsteigen würde mit einem Game Studies Hintergrund?
und wirklich keine besonderen Fähigkeiten im Umgang mit Computerprogrammen hat. Genau, ja, zum Beispiel. Ja, ich meine, es gibt ja viele, keine Ahnung, werden das dann vielleicht Producer, Project Manager, Writer. Es gibt ja viele so Soft-Skill-Berufe, wo man jetzt nicht unbedingt was Technisches machen muss in einem Game-Studio. Ja, das stimmt, aber wenn ich Producer bin, dann brauche ich ja wiederum Wirtschaftskenntnisse. Ja. Ja, gegebenenfalls wär das im Writing-Bereich als erstes, aber ich lerne ja auch nicht unbedingt schreiben, Nee, das stimmt, ja. wenn ich Game Studies mache. Also es ist eher was wirklich rein akademisch ist und was man dann in Kombination mit einem anderen Studiengang oder einer anderen Ausbildung noch in die Was Industrie bringen kann. ich so hatte, ja, als Quer ist irgendwie so Pressearbeit in einem Studio, Stimmt. so, wenn die eine Presseabteilung haben, also wenn das Ganze groß genug ist. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, obwohl da muss ich auch ein bisschen schreiben können. Also Ja. anders, wenn ich ein Spiel schreibe oder wenn ich einen Artikel schreibe, aber. Das stimmt, aber ich glaube, das ist auch ein relativ typischer Einstiegspunkt, auch generell für Geisteswissenschaftler. Ich habe mit meinem Literaturwissenschaft-Master, auch in der Games-Industrie, mein erster fester Gig war Marketing und PR. Das ist, glaube ich, recht typisch. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass es, glaube ich, schon was ist, hatten Sie ja auch so ein bisschen angesprochen, was man auch als Geisteswissenschaftler mal stark machen kann, auch als Menschen aus den Game Studies. Also wir haben auch gerade Praktikanten im Writing-Bereich, der Literaturwissenschaften studiert. Und ja, also ich finde, da hat man sehr viele Fähigkeiten, differenziert mit dem Medium umzugehen, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen und so. Also ich finde, das sind schon auch wirklich wertvolle Fähigkeiten, die man da einbringen kann in Unternehmen. Würde ich auch sehen. Nur muss man das Unternehmen dann auch irgendwie davon überzeugen. Das Das stimmt, ja. Ja, es gibt natürlich irgendwo Berührungspunkte, aber noch nicht so viele, ne? Game Studies und Game Developer laufen so ein bisschen parallel, die Kulturen und Kreise, ne? Ich meine, was das Problem der Industrie ist ja auch, die haben ja keine Zeit. Die müssen Geld verdienen. Und Zeit für Überlegungen und Experimente ist ja gegebenenfalls knapp. Und naja, dann bleibt man lieber auf eingefahrenen Wegen. Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, ich kann absolut. Ich muss heute Abend auch noch mal Bugs fixen gehen. So ist das nicht. Ich muss ein Seminar für morgen vorbereiten. Ja, ja, die Akademiker haben es auch nicht unbedingt leichter, das stimmt. Ja, okay, interessant. Ich muss gerade noch mal durch den Chat schauen. Kann man damit auch irgendwie im Marketingbereich damit arbeiten? Ja, das Thema hatten wir ja gerade. Ich glaube, das ist ein relativ noch ein ganz guter einstiegsfreundlicher Bereich für Leute, die irgendwie generell einen geisteswissenschaftlichen Abschluss haben. Das ist recht typisch. Alles, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat. Publishing kennen wir auch noch jemand, der Head of Publishing ist in einem Studio, der Medienwissenschaft studiert, hat das auch noch eine Möglichkeit, so diejenigen, die sich die Projekte angucken Business und Development. auswerten und sowas. Ja, genau, Ja. also. Ja, weil was man ja lernen sollte im Studium, ist auch reden. Ja. Ne? Also ich sollte in der Lage sein, ein Referat zu einem Thema zu halten, also etwas darzustellen, sodass die anderen, meine Zuhörer, das auch verstehen. Und okay, das lerne ich als Informatikerin gegebenenfalls nicht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, da war noch die Frage Einstieg also als Informatiker in der Games-Industrie, halt Programmierung, würde ich sagen, ne? Also, Also der es kommt darauf an, klassische was mit der Weg. Frage genau gemeint ist. Also, wenn gemeint ist, was ist auf der Ausbildungsseite für einen Informatiker, Ach so, dann ist ja, halt die okay. Frage, du kannst halt eine Ausbildung machen oder halt an der FH oder an der Hochschule studieren.
Aber also gerade mit den gängigen Engines ist Game-Programmierung oft sehr, wie soll ich sagen, kann man auch viel autodidaktisch lernen. Würde ich jetzt nicht unbedingt meinen Lead-Coder irgendwie, also da würde ich ja jemanden anstellen, der studiert hat. Ja. Aber ja. Genau, als Akademiker, wenn man studiert hat, I don't know, kann man sich ganz standardmäßig auf eine Junior-Coder-Position in Studios bewerben und die sind oft nicht ganz so gut bezahlt wie in anderen Industrien, Dafür aber gesucht. aber gesucht. Ja, als Coder hat man oft die wenigsten Probleme, den Einstieg zu finden. Ja, so, das war nochmal eine nicht so ganz relevante Frage zu Game Studies, aber kam gerade im Chat. Sind in Teams Ja, nee, da haben wir noch jetzt Fragen, sonst keine keine mehr? Fragen mehr, nee. Okay. Alles klar, dann haben wir es, glaube ich, alle Fragen. Dann nochmals vielen Dank für den Vielen Vortrag Dank, ja. und für die Fragen und Antworten.